Gedenken an Auschwitz-Befreiung vor 75 Jahren. Wir schalten live zu unserem Korrespondenten Tim Kuppol. Millionenmetropole unter Quarantäne. 11 Millionen Chinesen werden derzeit von der Außenwelt abgeschottet. Und auch weitere Städte folgen. Abschied von Jean-Paul Gaultier. Mit einer letzten großen Show in Paris zieht sich der Designer aus der Welt der Haute Couture zurück. Und Sonne und Nebel bringt das Wetter. Zum 75. Mal jährt sich am Montag die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. In Israel findet deshalb heute die größte Holocaust-Gedenkveranstaltung in der Geschichte des Landes statt. Ich begrüße Sie zur ZIP um 13 Uhr. Knapp 50 Staats- und Regierungschefs kommen in Kürze in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zusammen. Zum ersten Mal wird dabei auch der deutsche Präsident eine Rede halten. Eine Geste der Versöhnung, zugleich hochsensibel. Deutschlands Präsident Steinmeier, hier am Abend mit Israels Präsident Rivlin, darf zwar als erster deutscher Präsident in Yad Vashem sprechen, macht das aber aus Rücksicht auf die Opfer, nicht in der Tätersprache Deutsch. Deutsch war vor Hitler. Mir stört das nicht überhaupt. Umgekehrt. Ich bin froh, dass er gekommen ist. Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen wird keine Rede halten. Wir haben das auch diskutiert. Ich glaube aber, die Entscheidung des World Holocaust Forum ist richtig. Denn natürlich ging das Ganze von Hitler-Deutschland aus. Die Wagenkonvois der Staats- und Regierungschefs treffen seit etwa einer Stunde in der Gedenkstätte beim Herzlberg ein. Alexander Van der Bellen wird vom Präsidenten der jüdischen Gemeinde Österreichs begleitet. Elie Wiesel hat das Gedenken auf eine einfache Formel gebracht. Wer die Toten vergisst, der ermordet sie ein zweites Mal. In der Früh sind die beiden letzten hochkarätigen Gäste in Israel eingetroffen. Russlands Präsident Putin und US-Vizepräsident Mike Pence. In einer halben Stunde starten in Yad Vashem die Gedenkfeierlichkeiten. Und wir gehen jetzt nach Israel zu unserem Korrespondenten Tim Kuppol. Sie haben es im Beitrag angesprochen, als erster deutscher Präsident wird Frank-Walter Steinmeier in Yad Vashem sprechen. Das erfordert Fingerspitzengefühl. Was ist da von Steinmeier zu erwarten? Es wird eine kurze Rede sein, 8 Minuten. Es wird eine leise Rede sein. Er wird die deutsche Verantwortung ansprechen. Er wird den aufkeimenden Antisemitismus in der Gegenwart ansprechen. Und er wird ganz in der Tradition von der Gedenkstätte Yad Vashem viele Einzelschicksale deutscher Juden ansprechen. Und es war eine ganz bewusste Entscheidung, dass er nicht Deutsch spricht, sondern Englisch bei seiner Ansprache, aus Respekt vor vielen Holocaust-Opfern, die hier anwesend sind. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin hier in einem Raum im Pressezentrum von Yad Vashem, wo Holocaust-Überlebende Interviews geben. Und immer wieder kommt es schon vor, dass man Blicke erntet und wo man merkt, einigen ist es nicht ganz so recht. Anderen, wie den Herrn, den ich interviewen durfte, dem war es ganz egal oder eigentlich ganz recht, wieder mal Deutsch zu sprechen. Überschattet wird das Gedenken von der Absage Polens. Wie ist es dazu gekommen? Polen wollte ebenfalls Redezeit erhalten. Man hat argumentiert, das ist das Land mit den meisten Holocaust-Opfern. Und dahinter liegen zwei Konflikte eigentlich, warum das nicht passiert ist. Der eine Konflikt ist zwischen Israel und Polen. Israel schaut mit Argwohn darauf, dass Polen seit einigen Jahren versucht, die eigene Mitverantwortung im Holocaust zu relativieren. Der andere Konflikt ist zwischen Polen und Russland, wo es um die Deutung des Zweiten Weltkriegs geht und die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Und da muss man sagen, die Veranstalter nehmen das hier mit Bedauern zur Kenntnis, aber sagen, es sind so viele Gäste gekommen, dass das Fehlen eines einzigen Gastes eigentlich nichts ausmacht. Vielen Dank, Tim Kuppol, für diese Einschätzung. Und damit kommen wir nach Österreich. In der Debatte um die Einführung einer Sicherungshaft drängt der Vorarlberger ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner im Ö1-Morgenjournal einmal mehr darauf, hier eine Gesetzeslücke zu schließen. Nach dem Fall eines Dornbirner Beamten, der von einem Asylwerber getötet wurde, dürfe die Politik nicht zur Tagesordnung übergehen, so Wallner. Gestern ist der Mann nicht rechtskräftig zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden. Für derartige Fälle hält Wallner eine Sicherungshaft mit richterlicher Genehmigung für notwendig. Ein wiederholtes klares Nein zur Sicherungshaft kommt heute von der SPÖ, die sich im Rahmen einer Pressekonferenz ebenfalls dazu geäußert hat. Thema war aber auch die gestern vom Ministerrat beschlossene Novelle in der Lehrlingsausbildung.
Das rote Foyer der SPÖ als Antwort auf das Ministerratsfoyer der Regierung. Einmal pro Woche, vorzugsweise jeden Donnerstag, will die SPÖ ab sofort hier Journalistenrede und Antwort stehen. Der Ansage von ÖVP-Landeshauptmann Wallner zur Sicherungshaft erteilt die SPÖ-Parteivorsitzende heute eine Abfuhr. Da ist wirklich die Regierung auch gefordert, wenn sie diesen Weg gehen will, endlich etwas Konkretes auf den Tisch zu legen. Diese nebulosen, breiten Diskussionen in der Öffentlichkeit sind nicht nützlich. Aber ich kann Ihnen sagen, mit uns wird es keine Zweidrittelmehrheit für eine Willkürhaft geben. Das gestern im Ministerrat von der Regierung beschlossene Berufsausbildungsgesetz sei mehr ein schwarz-blauer denn ein türkis-grüner Entwurf. Die SPÖ fordert eine Entschädigung von mindestens 850 Euro für Lehrlinge ab dem ersten Jahr. Gebühren für Meisterprüfung und Vorbereitungskurse will die SPÖ abschaffen. Und dass der U-Ausschuss um diverse Untersuchungsgegenstände gekürzt wurde, findet die SPÖ. Das ist mutlos, das ist feig und es hat Kalkül seitens der ÖVP. Gemeinsam mit den Neos geht man jetzt den Weg zum Verfassungsgerichtshof. Das Landesschiedsgericht der Berliner SPD hat den früheren Finanzsenator Thilo Sarrazin aus der Partei ausgeschlossen. Birgit Schwarz in Berlin. Hintergrund dafür soll etwa auch ein Auftritt Sarrazins bei einer Veranstaltung der FPÖ im EU-Wahlkampf sein. Was steckt da dahinter? Also Thilo Sarrazin war ein sehr prominenter Politiker der deutschen Sozialdemokraten. Er war Finanzsenator der SPD in Berlin und wird seit vielen Jahren von seiner Partei nicht mehr gemocht. Die Partei versucht ihn auszuschließen, weil Thilo Sarrazin mehrere Bücher geschrieben hat. Antimuslimische, fremdenfeindliche Bücher, so lautet das überwiegende Urteil. Das jüngste Buch, das er geschrieben hat, heißt Feindliche Übernahme. Dieses Buch hat er präsentiert im Rahmen einer EU-Wahlkampfveranstaltung mit der Freiheitlichen Partei Österreichs in Anwesenheit der Herren Wilimski und Strache. Und das soll mit ein Grund gewesen sein für den Parteiausschluss von Herrn Sarrazin. Aber das kann nur der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, gewesen sein. Weil, wie gesagt, die deutschen Sozialdemokraten versuchen seit Jahren, Thilo Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Sarrazin wehrt sich mit allen juristischen Mitteln, die er hat, dagegen. Jetzt gibt es die Meldung, er sei gestern Abend ausgeschlossen worden. Tatsächlich haben wir uns und auch die Deutsche Presseagentur uns um genauere Erklärungen Bestätigungen bemüht, haben wir bisher noch nicht bekommen. Das heißt, es gibt den Bericht eines Mediums über diesen Parteiausschluss. Vielen Dank, Birgit Schwarz, und alles Liebe nach Berlin. In Australien breiten sich die Buschfeuer weiter aus. Sie haben inzwischen auch die Hauptstadt Canberra erreicht. Der Flughafen war zeitweise gesperrt. Ganz in der Nähe ist ein Löschflugzeug abgestürzt. Die drei Besatzungsmitglieder sind ums Leben gekommen. Wieso das Flugzeug abgestürzt ist, ist noch nicht bekannt. Das Unglück zeige, wie gefährlich die Löscharbeiten seien, betont der Chef der Feuerwehr. Starker Wind facht die Flammen immer wieder an. Sie nähern sich deshalb auch der Hauptstadt Canberra. Bewohnerinnen und Bewohner der Vororte sind aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Nichts geht mehr in der chinesischen Stadt Wuhan. Die 11-Millionen-Metropole steht wegen des neuen Coronavirus, das sich immer weiter ausbreitet, unter Quarantäne. Alle Flug-, Bus- und Zugverbindungen sind seit heute früh gestoppt worden. Die Bewohner dürfen die Stadt nur mit Ausnahmegenehmigung verlassen. Und weitere Städte folgen. Auch in Huanggang und Yizhou werden die Bahnhöfe geschlossen. Seit 10 Uhr Ortszeit steht Wuhan unter Quarantäne. Der komplette Nah- und Fernverkehr wurde eingestellt. Die Menschen dürfen die Stadt nicht verlassen. Wer keine Maske trägt, wird bestraft. Viele Straßen bleiben in der sonst regen Stadt leer, denn bisher gibt es hier die meisten Krankheitsfälle. Bei mehr als 620 Menschen wurde das neue Coronavirus nachgewiesen. 17 sind daran gestorben und täglich werden es mehr. Viele Chinesen finden, dass zu spät reagiert wurde. Die Sperre der Stadt kommt zu spät. Da gibt es zum Beispiel Berichte, dass ein Kind, das Fieber hatte, nach Shanghai zur Behandlung gebracht wurde. Die meisten haben die Stadt bereits verlassen. Sie sind schon lange weg. Abgesehen davon gibt es auch Kranke, die nicht in Wuhan waren. Laut neuesten Studien könnten Wildtiere wie Fledermäuse und Schlangen, die am Fischmarkt in Wuhan verkauft wurden, die Überträger sein. Bei ihnen sind ähnliche Viren gefunden worden. Die Weltgesundheitsorganisation trifft sich heute erneut zu einer Krisensitzung, denn die Risiken sind für die Experten weiterhin schwer abzuschätzen. Wissenschaftler gehen mittlerweile von 4.000 Infizierten in Wuhan aus.
Die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit hat auch die Wirtschaft aufgeschreckt. Es geht die Sorge um, dass das Coronavirus nicht nur viele Krankheitsfälle, sondern auch Verwerfungen für die internationale Luftfahrt und den Handel auslösen könnte. Georg Ranzmeier. Ja, das neuartige Coronavirus weckt bei Fachleuten schlimme Erinnerungen. Und zwar an die Lungenkrankheit SARS, die im Jahr 2002 auch in China ausgebrochen ist und die sich dann auf 33 Länder ausgebreitet hat. Eine Folge damals war, dass der Flugverkehr zwischen Asien und dem Rest der Welt schlagartig eingeknickt ist und der Tourismus in Fernost unter die Räder kam. Sie war die erste weltumspannende Infektionskrankheit des 21. Jahrhunderts, die Lungenkrankheit SARS, die mit dem aktuellen Coronavirus verwandt ist. Weltweit gab es durch SARS zwischen 2002 und 2003 fast 800 Todesopfer. Mancherorts kamen Menschen in Quarantäne, SARS wurde zu einem Angstfaktor. Weil der Flugverkehr, der Tourismus und der Überseehandel durch die Krankheit stark gebremst wurden, kam es zu wirtschaftlichen Verlusten. Auch die Aktienmärkte reagierten mit dem für Virusausbrüche typischen Reflex. Die Aktien von Fluglinien, Reisekonzernen und Luxusgüterherstellern fallen, die von Arzneimittelherstellern steigen. Nach der SARS-Pandemie belief sich der Schaden mit geschätzten 40 Milliarden Dollar, aber nur auf einen Bruchteil der damaligen weltweiten Wirtschaftskraft. Ob der aktuelle Coronavirus überhaupt ähnliche Ausmaße erreichen könnte wie SARS, ist Experten zufolge derzeit noch nicht abschätzbar. Ja, und wir kommen nach Österreich. Gestern hat die Bundesregierung ihre neuen Vorhaben und Maßnahmen für die Aufwertung der Lehre präsentiert. Heute folgen die Zahlen der Wirtschaftskammer. Demnach hat es im Jahr 2019 neuerlich etwas mehr Lehrlinge gegeben. Allerdings, Entspannung bringt das noch nicht. Die Wirtschaft sucht nach wie vor händeringend Fachkräfte. Viele Gäste, keine Lehrlinge. Vor allem Tourismusbetriebe suchen händeringend nach Lehrlingen. Der Mangel zieht sich aber quer durch alle Branchen, heißt es von der Wirtschaftskammer, die nun versucht, die Lehre attraktiver zu machen, nicht zum ersten Mal. Es gab noch nie so eine richtig groß angelegte Initiative, eine Art nationalen Schulterschluss. Sie sehen zum ersten Mal alles aus einem Guss, alles strategisch durchdacht und auch zum ersten Mal hochintelligent, hochinnovativ, auf der Höhe der Zeit kommunikativ begleitet. Die Erwartungen sind also ziemlich hoch. Die Aktion soll sich dann in den Lehrlingszahlen niederschlagen. Ein Blick zurück zeigt, vor 5 Jahren sind die Lehrlingszahlen in Österreich gesunken. Seit 2017 entscheiden sich wieder mehr Jugendliche für die Lehre. Im Vorjahr gab es rund 109.100 Lehrlinge, ein leichtes Plus von 1% im Vergleich zu 2018. Damit eingerechnet sind jene, die keine Lehrstelle in einem Betrieb bekommen haben und eine überbetriebliche Lehre machen, wo die Zahlen im Vorjahr deutlich zurückgegangen sind. Für die Wirtschaftskammer ein klares Zeichen, dass Lehrlinge wieder verstärkt in Firmen ausgebildet werden. Zu Mittag hat die österreichische Post das Geheimnis gelüftet, wie ihr neuer Bankableger heißen wird. Und zwar Bank 99, weil die Post mit ihrer Filialbank Dienstleistungsbank 99% der Österreicherinnen und Österreicher ansprechen möchte. Der Betrieb der hauseigenen Bank startet am 1. April. Ja, und die Sorge um den Coronavirus sorgt heute auch an vielen Börsen für eine Abwärtsbewegung. In unseren Breiten spürt man aber wenig. Der ATX in Wien war zu Mittag 0,1%. Im Minus der DAX in Frankfurt 0,3 und der Eurostoxx auch nur 0,1%. Aber die Börsianer beobachten genau, was sich in Sachen Coronavirus weiter ergibt. Danke, Georg. Es ist ein großer Abschied. Nach 50 Jahren zieht sich Designer Jean-Paul Gaultier aus der ersten Reihe der Haute Couture zurück. Bei der Fashion Week in Paris hat er gestern Abend seine letzte Modeschau präsentiert. Ein Feuerwerk seiner legendären Schöpfungen, getragen von Überraschungsgästen wie Conchita Wurst oder Beth Ditto. Zu Grabe getragen werden seine Schöpfungen sicher nicht. Jean-Paul Gaultier hat sich in der Modegeschichte verewigt. Aber mit seinem letzten Haute Couture-Defilé geht eine Ära zu Ende. Im prachtvollen Pariser Châtelet-Theater findet sich deshalb die Crème de la Crème der Modeszene ein, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich bin ein bisschen traurig, es fühlt sich an wie eine Beerdigung. Denn als Enfant terrible hat er die strenge französische Modeszene ordentlich aufgemischt. Er hat die starren Grenzen zwischen Damen- und Herrenmode aufgebrochen und sich über die Jahrzehnte hinweg immer wieder neu erfunden.
Es ist Zeit für etwas Neues. Ich kann nicht aufhören zu arbeiten, aber ich will was Frisches machen. Was das sein wird, soll bald verraten werden. Für seine treuen Fans ein kleiner Trost. Wenn Sie via Dreisat dabei sind, darf ich mich jetzt verabschieden. Liebe Grüße aus Wien. Und wir blicken nicht nur zu Mittag in Österreich, sondern auch nach Korneuburg. Da geht es bei Gericht heute um einen Mordversuch, Stefan. Ja, genau, Margit. Dabei geht es um eine Attacke vor einem Dreivierteljahr in Ebergassing. Ein Mann hat seinen Nebenbuhler auf der Straße entdeckt. Er hatte mutmaßlich eine Affäre mit seiner Frau. Er hat dann mit dem Auto beschleunigt und ihn gerammt. Den Nebenbuhler musste ein Unterschenkel amputiert werden. Und dann haben wir neben vielen anderen Themen auch einen aktuellen Blick nach Kitzbühel. Rainer Pariasek berichtet, wie der Schnee auf der Streif so ist und wer sich als Favorit herauskristallisiert. Das und noch viel mehr bei uns. Wir starten gleich nach dieser ZIP. Zuvor hat Manfred Bauer jetzt noch die Wetteraussichten, nicht nur für heute, sondern auch schon für die kommenden Tage. Und das wird wohl mit Blick auf Kitzbühel auch alle Skifans interessieren. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Mit nur ganz wenigen Ausnahmen scheint heute Nachmittag in Österreich die Sonne. Zu den wenigen Ausnahmen gehören etwa das Rheintal, das Waldviertel oder das Garzer Becken. Diese Gebiete könnten weiter in den Nebel und Hochnebel gehüllt bleiben, auch am Nachmittag. Aber ober- und außerhalb dieser Nebelzonen gibt, Sie sehen es, keine einzige Wolke am Himmel über Mitteleuropa. Unser Wettermodell zeichnet anhand von Strömungen, die Hoch- und Tiefdruckgebiete umgeben, eine mächtige Hochdruckzone nach, die auch weiterhin das Wetter bei uns im Alpenraum bestimmen wird. Zu den Aussichten für morgen Freitag. Es gibt vermutlich etwas zähere Nebel- und Hochnebelfelder über den Niederungen morgen, aber im Gebirge gibt es weiterhin strahlenden Sonnenschein. Höchstens dünne, harmlose Wolkenfelder können hoch am Himmel durchziehen, der Wind durchwegs schwach bis mäßig und die Temperaturen am Nachmittag 0 bis 10 Grad. Die Frostgrenze übrigens in Seehöhen zwischen 2000 und 2500 Meter. Zum Wochenende, nun, da wird sich die Sonne eher rar machen. Das heißt, zusätzlich zum Nebel und Hochnebel ziehen auch Wolken auf. Es kann stellenweise ein bisschen regnen, es kann Glatteis geben, aber an den Nachmittagen durchwegs positive Temperaturen in den Niederungen. Mehr zum Wetter gegen 14 Uhr auf diesem Sender. Bis dann.